In der Schlussrunde des 1988er Slam Dunk Wettbewerbs sprintete Michael Jordan von der gegenüberliegenden Seite des Courts, sprang mit links von der Linie und hob Richtung Korb ab. Das Publikum hielt den Atem an und die Kamera blitzten, womit Jordan sich den Sieg sicherte. Als er den Arm über seine Schulter reckte, verwandelt er einen schweren und zeitlosen Dunk, der ihn unsterblich machte. Die Jury vergab ihm perfekte 50 Punkte. Geschichtsunterricht Ende. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und ja, ihr habt ja eben die kleine Story zu dem Schuh gehört, die ich jetzt vorstellen werde. Auf jeden Fall eine echt coole Story, muss ich sagen. Ich finde den Schuh auch mega cool und bevor ich zu dem Schuh an sich komme, zeige ich euch wie immer erstmal die Box. Der Schuh kommt hier in diesem Karton. Schwarz und rot ist der. Hier der Jumpman. Und hier dieses Elephant Print, was eigentlich ziemlich bekannt ist für die Dreier. Der True Blue hat den Print, der Jordan Black Cement hat den auch und der White Cement hat ihn ebenfalls. Das sind jetzt auch gerade die einzigen, die mir gerade im Kopf rumschwirren. Aber wir wollen ja nie die Zeit mit dem Karton verschwenden, deswegen zeige ich euch mal direkt den Schuh. Auf jeden Fall kommt der Schuh hier mit diesem orangenen Tag. Ist beim Dreier sowie beim Vierer immer dabei. Ob dieses Tag bei den anderen Jordans auch mitkommt, weiß ich leider nicht, aber es ist da, es ist ganz cool zu haben, aber ich würde es damit nicht tragen. Also ich finde es immer ein bisschen cringe, wenn Leute damit rumlaufen. Außerdem ähnelt der Schuh den ganzen Vorgängern sehr, jedoch hat der Schuh auch einige Details, deswegen werde ich euch die gleich mal zeigen. An sich hat der White Cement auch eine sehr gute Lederqualität. Ist meiner Meinung nach nicht ganz so weich wie von dem 1er Brad, der 2016 rauskam. Aber ich muss halt sagen, dass ich keinen Vergleichswert habe. Außer den Black Cement von 2013, den hatte ich mal in Hand. Ich glaube, da war das Leder wesentlich weicher. Hier ist es aber ja, ein bisschen härter. Trotzdem finde ich die Lederqualität von dem White Cement besser als vom True Blue, der 2016 rauskam. Der ist ja auch am Ende im Outlet gelandet und im Sale. Etwas schade um den Schuh, aber was soll man machen? Zudem kann ich sagen, dass hier dieser Elephant Print ist ganz ordentlich gemacht. Ich sehe hier keine großen Verarbeitungsfehler oder irgendwie sowas. Gefällt mir also sehr gut. Da wir aber hier gerade schon unten sind und über die Verarbeitung reden, ich finde, da haben sie ein bisschen schlampig gearbeitet. Also es sieht meiner Meinung nach ein bisschen so aus, als wäre das irgendwie so davor schwarz gewesen und dann irgendein Rando hat den da einfach so mit weiß rüber lackiert oder gepinselt. Sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Hier sieht man noch ein paar Reste. Ich werde da mal ranzoomen. Hier. Also da bin ich nicht ganz zufrieden mit. Ebenfalls ist es hier auch sehr deutlich zu erkennen, dass, keine Ahnung, es sieht halt ein bisschen so aus, als hätte da irgendein Customer oder ein Kind oder so, keine Ahnung, weiß nicht, da mit weißer Farbe rüber gemalt und sieht nicht ganz so sauber aus, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut mit den Dreiern aus, weiß gar nicht, wie das bei den anderen aussieht, aber ich will auch nicht groß meckern. Der Schuh ist trotzdem mega sick in meinen Augen. Hinten das klassische Nike Air und kein Jumpman finde ich ebenfalls sehr gut. Und kommen wir mal zu den Details, die ich eben angesprochen habe. Erstens sind hier die Ösen rot, was ich richtig cool finde. Ist nochmal so ein kleiner Eyecatcher. Und was auch sehr, sehr cool ist, ich zeige euch mal hier in der Kamera. Da steht 147 drauf und das ist die Punktzahl, die Michael Jordan bei dem Contest da, bei dem Slam Dunk erreicht hat. Mit den drei Würfen, man hat insgesamt drei Stück und man kann maximal 50 Punkte erreichen. Und ja Leute, ich habe da nochmal recherchiert, ich bin kein Basketballer, aber ich wollte kein Video machen, wo ich keine Ahnung von habe. Und auf jeden Fall sieht man hier auch nochmal eine Zahl. Und zwar 315. Hier. Die 315 kann man so erklären, dass es die Zeit war, die oben an der Uhr stand, wo Michael Jordan in der Luft war, als er den Dunk gemacht hat. Ich werde euch mal den Dunk gleich irgendwo einblenden
Oder wahrscheinlich habt ihr schon im Intro gesehen. Ja, und das war halt die Zeit, wo er abgesprungen ist und dann in der Luft war. Kommen wir jetzt mal zu einem weiteren Detail. Und zwar sieht man hier auf der Sohle diesen roten Strich. Das rechte Paar hat das nicht. Sieht also ganz cool aus. Warte mal. Ja, so. Nur das Paar hier hat diesen roten Strich. Aus folgendem Grund, und zwar ist er abgesprungen und mit dem Fuß genau auf diesem roten Strich gelandet. Und das ist halt die Stelle, wo er abgesprungen ist und wo er auf der Linie stand. Also auch wieder ein sehr cooles Detail. Und Leute, der Schuh wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Das heißt, als Michael Jordan mit dem Schuh gespielt hat, war ich noch nicht mal geboren. Und die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Deswegen finden eher... Sorry an die, die es jetzt sehen, deswegen finden eher etwas ältere Leute, also diese ganzen OG-Leute, den Schuh wahrscheinlich geiler. Ich muss sagen, dass die in meinem Freundeskreis sowie so allgemein unter den etwas jüngeren Leuten nicht ganz so gut ankommen, aber bei den älteren Leuten ist dieser Schuh echt sehr beliebt und sehr gefragt. Das war es jetzt eigentlich schon mit dem Schuh. Ich habe, glaube ich, alles gesagt, was man dazu sagen konnte. Ich habe den vor Release bekommen, also ist das ein Early Pair von Nike. Der kam als Secret Release raus und da hatte ich Glück, dass ich den bekommen habe. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Retail ist 200 Euro. Ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber für einen Jordan ist das okay. Aber an sich 200 Euro ist doch recht viel. Und Resell schätze ich mal so auf 350. Nach Release circa bei 300. Deswegen... keine Ahnung, müsst ihr mal schauen, wie viel ihr für den Schuh noch bekommt. Der kommt morgen um 9 Uhr raus, also auf der Sneakers-App. Wahrscheinlich werden wenige von euch campen, aber wer campt, die kommen bei Soulbox, Overkill, Kicks, Beastin und so weiter und so fort raus. Also viel Spaß. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von Jordans allgemein haltet. Ich persönlich habe damals mit Jordans angefangen. Somit ist meine Sneaker-Interesse auch gestartet. Ich habe die immer bei den Vine-Leuten gesehen. Vine ist so eine App, die gab es damals. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber Vine ist so von 2014 ungefähr. Und da habe ich das immer gesehen und dann kam irgendwann Adidas, hat Nike ein bisschen aus meinem Herzen verdrängt, aber so langsam kommt Nike wieder zurück und ich weiß nicht, Jordans sind wieder cool, hatet mich dafür und tschüss Leute.